unserem Konsumverhalten. Naja, ich habe keine Ahnung. Wir meiden zumindest große Läden wie Primark. Ja, vielleicht sollte man vor allen Dingen sich auch nur Sachen kaufen, die man vielleicht auch braucht und nicht einfach diesen Massenkonsum mitmachen mit alles kaufen, was ich gerade so sehe und was günstig ist. Keine Ahnung, schwierige Frage. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ich bin Vegetarierin zum Beispiel. Also klar kaufe ich kein Fleisch, logisch. Aber ich bin der Meinung, dass das einfach jeder selber wissen muss. Ich gucke immer, dass die Sachen sich lohnen, die ich einkaufe. Egal wo, ob ich Anziehsachen kaufe oder irgendwas zu essen oder so. Ob ich da was von habe oder ob das zu teuer ist, sonst ist irgendwie, lohnt sich ja nicht. Nicht vielfürchtig. Heißt konkret, dass man wohl ein bisschen besser darauf achten sollte, was man konsumiert und was nicht. Vielleicht könnte ich mehr von anderen lernen. Also ich glaube auch, dass wir nicht die Durchschnittskonsumenten sind und nicht maßgeblich. Naja, Durchschnitt vielleicht schon. Manche, ich glaube eher nicht. Sagen wir so, zum Beispiel, wir brauchen andere Drogen, nämlich gar nicht. Vielleicht sollten sie da erstmal anfangen zu lernen, irgendwie generell mit dem Rauchen aufzuhören. Ja, und sonst bin ich auch ja, rein sozusagen. Dass man vielleicht nicht direkt irgendwas drauf loskaufen sollte, sondern vielleicht sich vorher überlegen sollte, worauf man spart und sich es dann holt, anstatt einfach drauf loszukaufen. Dass Zigaretten schädlich sind. Eigentlich gar nichts. Warum auch?